Hallo und herzlich willkommen zurück zu Traincraft. Schön, dass ihr da dabei seid. Freut mich sehr. Wir wollten hier nochmal kurz reingucken, was die Höhle hier hinten bietet. Aber außer Tod und Verderben scheint es hier nicht viel zu geben. Ja, hier ist noch ein bisschen mehr Tod und da ist noch ein bisschen Verderben. Ja, ich glaube, das lassen wir mal. Ich hätte ganz gerne noch mehr Eisen. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich gestehen, und in den großen freien Wänden hier könnten wir vielleicht das Glück haben, auf Eisen zu treffen, ne? Sagt's denn. So, erstmal ein bisschen so drumherum gucken, was ich da so drunter verbergen könnte. Okay. Alles gut, alles gut. Oh, Gold. Gold! Gold! So ein bisschen auf meine Stimme aufpassen, ist irgendwie noch angeschlagen. Es geht nämlich irgendwann überhaupt nichts mehr. Dort noch ein bisschen Redstone. Okay, 21 Eisen, den Dieren, Schwung Gold. Das ist doch mal erfolgreich, würde ich das nennen. So, 14 Fackeln haben wir noch. Eisen! Noch mehr Lava. Durch die ganze Lava wird es dann später kein Problem sein, an Obsidian zu kommen. Wir brauchen aber ein bisschen mehr Diamonds. So. Okay, zweimal Eisen hier, einmal Eisen da. Wunderbar, wunderbar. 9 Fackeln haben wir noch, die will ich aber auch noch wegkriegen. So, jetzt gehen wir mal... War das jetzt ein Höhlensound oder war das jetzt irgendwas anderes? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was Traincraft mitbringt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es Special Erz gibt. So. Davon habe ich halt noch gar nichts gesehen, ne? Weiß allerdings auch nicht, ab wann diese Map hier Traincraft drin hatte, in welcher Version. Vielleicht, dass in den hier schon generierten Chunks diese Erze noch nicht rein gemacht wurden, weil es in damaligen Versionen, als die Map hier erstellt wurde, noch nicht da waren. In die Mod. Aber sicher bin ich mir nicht. Wo ich mir sicher bin, ist, dass wir Gold haben. Ist echt sehr üppig verteilt hier, das Gold. So, das da weg, das da weg. Das hier frisch in meine Tasche, bitte. Dankeschön. Oh Mann, jetzt fängt der Nachbar mit seiner unglaublich bescheuerten Musik an. Falls ihr die ganze Zeit ein dumpf im Hintergrund hört, schreibt mir einen freundlichen Kommentar, den ich meinen Nachbarn an die Tür pinnen kann, wenn ich nicht mehr rausfinden würde, welcher das ist. Dass es eine beschissene Arschmusik ausmacht. Das nervt nämlich wie die Sau. So, jederzeit... An jedem Ort. Nicht in jeder Lautstärke, sondern nur in Max. Es muss erstmal schaffen, hier in diesem Haus den Schall so zu übertragen, dass es an das angrenzende Haus rüberkommt. Naja. Genug gefrotzelt. Weiter geht's hier. Gut, gibt es auch nicht so viel. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder heim. Nicht ohne dieses Redstone. Wenn mich das so anschaut, dann muss man es mitnehmen. Und eigentlich auch ein bisschen mehr Kohle nicht verkehrt. Ist ja auch überhaupt nicht gefährlich, die über der Lava abzubauen. Nein, nein, nein. Alles gut, alles bestens. Das sollte schon passieren. Ja, ich gehe ja schon. Diamonds! Komm schon, es wird bitte mehr als einer. Ja, ich gedacht, du kannst mich hier foppen, du Scheiß. Spiel! Mein Glück, bin ich so vorsichtig. Ich brauche was von dir. Du wirst nämlich da unten Lava-Becken versenken, dass hier der ganze Gravel hier mir einen schönen Boden bildet. So, wie viel haben wir? 29 Stück, das sollte eigentlich genügen. Dann kriege ich nämlich schon die Dia-Pickaxe hin. Das heißt Obsidian. Nice.
Okay, es wird eins tief, das ist gut. So, wie komme ich jetzt da runter? So zum Beispiel. Okay, vorsichtig hier entlang. Kleine Plattform gebaut. Hier hin. So, da scheint es tiefer als eins zu... Wow, werden. Muss ich mich jetzt verarschen? Es ist fünf tief gleich. Hier. Fünf. Fünf tief. Sieben. Acht tief. Alter Finne. Das müsste ich aber eigentlich an alle Dias rankommen, die ich hier gesehen habe. Vorsichtig ans Eck. Und rausgezogen. Sehr gut. So, ist da noch irgendwo eine versteckt für mich? Scheinbar nicht. Okay, dann hüpfen wir das wieder hoch und werden jetzt mal vorsichtig dieses kleine Löchlein hier wieder zubauen. So und so, dann kommt man da schon nicht mehr rein. Passt. Yay, vier Diamanten, vier Diamanten. Das heißt, ich kann mir die Dia-Pickaxe machen. Und zusätzlich habe ich noch einen frei, um mir die eventuell notwendige bessere Train Workbench schon mal irgendwann zu bauen. Die Dreier dann. Weil ich allerdings glaube, dass wir das noch gar nicht machen sollten, weil wir dann nämlich nicht mehr diese komischen Eisendinger da bauen dürfen. So, den nehme ich auch mal schnell mit. Den Kohlerich. So. Unseren massiven Eisenmangel ist es eigentlich blödsinnig, hier mit der Eisenpickaxe das ganze Zeug rauszuhauen, was auch mit einer Stone gehen würde. Aber ich habe da keine andere. Also dann, ab nach oben, reich beladen mit dicker Beute in der Tasche. So muss das sein, das gefällt mir. Da, ab nach oben. Können wir uns auch mal gleich hier eine schöne Schnitzel reinziehen. Ich kriege gerade auch voll Hunger. Oho, Hunger! Kann man was essen irgendwie? Was machen denn die Hühnchen? Haben die Hühnchen hier wieder schöne runde Sachen aus ihrem Pöter gepresst? Zwei, um zu genau zu sein. Fast. Also, Deckel auf. Aufs Maul. Und drei Hühnchen. Es wird. Will vielleicht so maximal 10 Hühnchen oder so haben. Denke nicht, dass wir mehr benötigen werden. Okay, dann Nahrung. Check. Acht Stück? Ich glaube, das ist mehr, als wir abgebaut haben, oder? Nö. Genau gleich viel. Karottis. Eine direkt geschnabuliert. Passt auch. So. Also dann. Boah, Magen, hör auf. Ich mach mir ja Angst. Jul, hä? Was willst du von mir? Wo ist das Eisen hin? Nimm mir das Eisen und tu das da oben rein. Danke. Bin ich jetzt gerade irgendwie zu blöd angestellt oder was? 8, 16, 24, 32. Dann hier unten. Ein Pocket, das macht mehr als 4, oder? Ja, ich kann mir nämlich zwei Brötchen machen. Wir machen genau 4. Dann verschwende ich das andere nicht. Wie? 3? Ach, leck mich doch dann ein nicht. Und dann hier unten mal 23, 8, 16, 24. Perfekt. Okay, das haben wir fertig. Jetzt brauchen wir dann im Prinzip nur noch dieses Teil hier. Das heißt, Flint and Steel haben wir. Das. Halt das nicht. Das und das auch hinfort. So, Pfeilchen nehmen wir mal mit. Eine Sache zum Essen nehmen wir auch mit. Das Buch nehmen wir auch mit, weil jetzt geht's ans Eingemachte. Das eine Eisen nehmen wir mal mit hier. So, 7 haben wir nicht ganz. Den Flint-Institut brauchen wir jetzt aber auch. Goldbrett, das Brett, sehr schön. Und. Ist gerade doof, war ein Räumchen drin? Hm?
Genau, wir müssen jetzt auf jeden Fall einen Kringle machen. Blind ins Ziel rein, dann kriegen wir zwei Fireboxen. Eine kommt, wie bekannt, ins Lager, eine kommt hier rein und wir bekommen den Cherepanov. Tschut, tschut. Geil. Kohle. Eisen weg. Los geht's, los geht's, los geht's, los geht's. Ich will fahren, ich will fahren. Ja, ja. Ich schmeiß mir ein Eiern von mir ist um euch. Mist, ich brauche noch dieses komische Docking-Teil. So, wie muss ich die jetzt eigentlich docken? Straight Track. So ein Straight Track. Bisschen nach hinten. Kann ich nicht schieben. Okay, ich brauche noch dieses komische Verbindungsding. Wo ist denn das? Ist es hier irgendwo mit dabei? Verbindungsding. Nein. Nein. Es muss doch da dabei sein. Da ist es doch. Steak. Steel? Willst du mich verarschen? Muss ich ernsthaft Steel herstellen, bevor ich hier... Och, nö. Vorher kann ich mit dem Zug nicht fahren. Ich steck da nicht dran. Ist doch scheiße, ist doch das. Naja. Also, hier einmal reingesetzt. So, State Cold. Wir müssen also... F ist es nicht. C ist es auch nicht. R ist es. Ein bisschen... Tschut, tschut! Der von uns ist jetzt so rot. Ja, ja, ja. Ich fährt, ich fährt. Stay hot. It's getting hot in here. Juhu! Wie war das? F5, F3? F5 war's. Ich hab zwar keinen Plan, warum das Ding so rot ist, aber wir fahren wir uns ja erst den Dampflok! Mit 30 Kilometer pro Stunde! Ohne 90 Grad Kurve, da muss man mit den schnelleren Zügen aufpassen. Die könnten da ein bisschen entgleisen. Okay, er bleibt bei 30 km/h, das heißt, erst wenn ich S drücke, wird er langsamer. Okay. Das heißt, man stellt im Prinzip einmal die Geschwindigkeit ein und dann ist gut. So, wir umfahren, wir fahren nach rechts, das ist okay. Ja, ist das spannend! Wir würden jetzt eigentlich noch mal in den Tag gekommen mit R, okay. Und zum Cherepanov. Also das ist jetzt wirklich das Allerprimitivste, was man so Richtung Zug überhaupt machen kann. Was ich jetzt nicht weiß, wenn ich aussteige, ob der einfach weiterfährt, bis er leer ist. Ja, du weißt es auch nicht, also tu nicht so klugscheißerisch. Da oben, ja, ich sehe dich genau. Der Trainspotting-Cow hier. Tja. Schön hier, geht ich nämlich nicht schneller? Fuel hat er genug, das heißt, er fährt jetzt momentan nur mit Kohle. Gut, man könnte jetzt vielleicht anmerken, dass das Ganze nur mit Kohle nicht fährt, sondern dass nochmal Wasser rein muss, aber ja. Oh, eine kleine Muschi unterwegs. Was mich echt ein bisschen nervt, ist, dass es so rot wird. Mal gucken, ob man es irgendwo einstellen kann, dass es das vielleicht nicht macht. Ach, schön. So, die Weiche geht nach rechts, das passt auch. Muss ich bloß mal gucken, wo man da unter Wasser kommt. So, das heißt, wir fahren jetzt hier mal nach hinten und dann sehe ich da vorne eine Weichenstellung. Okay, die ist aber nur ausgängig hier.
geht's nach unten und da hinten im Dschungel ist auch das Ding zum... Hey, what the fuck? Moin, das will ich doch gar nicht. Ah ja. Das funktioniert hervorragend, funktioniert das. Und in diese Richtung wieder zurück. So, wir geben dem Ding jetzt nur mal ein bisschen weniger Gas, das heißt 21 km/h. Und steigen mal aus. Ja, durch dieses blöde Rumgebacke, ja. So, rennen hier nach hinten. Da fährt's geradeaus. Da fährt's jetzt auch geradeaus. Ja, ich muss hier nochmal neu setzen, aber dann ist, glaube ich, die Hitze weg. Okay, das heißt, wenn wir jetzt dann einen Zug zusammen basteln, der würde jetzt halt im Kringel fahren hier. Denke ich mal. Ansonsten ist das Ding mal irgendwann weg. So. Also, langsam! Langsam! Ab ins Inventar! Off. Wie kriege ich das Ding, das hier resettet? Gut, musste ich jetzt mal zerdeppern. Ja, das war hier unsere erste kleine Runde. Nice. Das heißt, wenn wir getrennte Zugstrecken haben, können wir die einfach mal durchfahren lassen. Und dann da vorne zum Beispiel einen Breakpoint machen, dass die dann da nicht weiter können. Ja. So. Cool. Besonders, wir konnten das Ding jetzt schon mal Probe fahren. Bevor ich hier irgendwie groß Schienen bauen musste. Das war nämlich der ganze Sinn, warum ich die Karte hier genommen habe. Dass wir schon ein bisschen rumfahren können. Ja, schön, aber ohne Stahl kommen wir nicht weiter. Das ist doch schmodderig. Oh, leck, das geht noch viel Stimmbänder. Na gut. 150, okay. Dann würde ich sagen, müssen wir uns an den Mandpickaxe machen. Boah, das wäre so ärgerlich, wenn die jetzt dann verbaselt werden würde. Das wäre irgendwie Kacke bauen. So. Wir sind nämlich jetzt in den Nether. Wohin geht er? In den Nether. So, wartet mal, wo ist denn jetzt das Teil gewesen? Hier die Hard Furnace, die braucht Nether Bricks, okay. Kriegen wir aber hin. Wir haben jetzt die Diamond Pickaxe, wir nehmen zwei Wassereimer mit. Einen zum Ausgießen und einen zum Löschen, falls wir in unserer Weisheit nach unten fliegen, in die Lava. So. Also dann, komm mal hier, warte. Warte hier. Und warte da. Ja, wenn du schon so drum bettelst, dann hole ich mir halt ein Inksäckchen hier. So. Zack, drei Säcke hatte der. Ist hier irgendwie, ist hier Fallout gewesen oder was? Okay, dann Karottis. Sau cool, dass ich gleich so viele Karotten gefunden habe. Also eine aber, die dann gleich anbauen konnte und nichts schiefgegangen ist, dass irgendwie zum Beispiel das blöde Schwein drüber gelaufen wäre und es gefressen hätte. Dann sollte ich eigentlich mal eine zur Sicherheit bunkern. So, Seed. So, da sind zwei große drinnen. Die müssten doch jetzt eigentlich mit den verbleibenden Seeds ein bisschen Liebe machen. Du und du. Macht ein Hütchen! Sehr schön. Zwei Eier. Guck,
gucken mal, dass die da drinnen auch. Das hat nichts gebracht. Dammit! Nicht schon wieder! Scheiße! Ich hab mir meine Axt dabei. Ich muss es mir abgewöhnen, über die Trapdoor zu laufen. Das geht irgendwie immer schief. Wartet, ich brauche da unten unbedingt einen Platz frei, dass der Block da gleich rein flitscht, wenn ich ihn abgebaut habe. Ich krieg Hass. Scheiße, jetzt sind mir zwei entkommen. Ich hab doch noch Seeds. Komm mal her, Hühnchen. Hühnchen, komm mal her. Kommt. Ja, wo ist der Seed? Wo ist der Seed? Komm mal her. Komm. Und seid nicht so aufgeregt. Komm jetzt her da. Na komm. Was? Hey! Ich hätte gesagt, dass du so schnell sein darfst. Wo ist denn das andere Hühnchen? Ausbrecher werden nicht toleriert. Sie werden filetiert. Sondern du zu blöd bist, um dein Leben hier in den Griff zu kriegen. So. Wo ist das zweite Hühnchen? Will es vielleicht türmen? Mann. Naja, zum Glück haben wir noch zwei drinnen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ja, zwei sind drin. Ah, ja, mal gerade. Keine mehr in der Kiste. Ach, Kacke. Es ärgert mich jetzt wirklich, dass das da rausgeflitscht ist. Da ist es. Es ist jetzt eine persönliche Vendetta, also wundert euch nicht, aber... Wir haben das Folgenziel erreicht. Jetzt geht's um Spaß. Und um Hass. Aber auch um Spaß. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal drei ganze gebratene Hühnchen aus zwei rausbekommen. Also hier ist irgendwie echt was passiert. Also es kann mir keiner sagen, dass das hier die Natur ist. Ihr wächst. Ihr werdet groß, sonst endet ihr wie eure Eltern, die sich gerade in meiner Hand befinden. Und ein saftiges Mahl abgeben werden. Okay, was wollte ich jetzt überhaupt machen? Ja, ich wollte in den Nether. Also was heißt wollen? Ich muss. Das muss mit. Der Hühnchen! Hast du irgendwas anderes zu essen? Ja, ein Porkchop. Okay, Pilzchen haben wir auch. Da können wir uns dann gleich noch eine kleine Farm damit anlegen. Okay, gut. Also, wir werden uns jetzt mal schnell die nächstgelegene Lava-Pfütze suchen, dann Obsidian draus machen und dann 2, 4, 10 Obsidian rausholen. 3 hoch, 2 breit, ne? Ja, und die in Decke müssen nicht ausgefüllt sein. 10. Wenn ich mich jetzt nicht verkalkulatiert habe. So, was war denn da oben? Da oben habe ich ja nicht sonderlich weit ausgeleuchtet, ne? Okay, das heißt, wir meiden den Bereich erstmal. Gehen stattdessen hier. Was ist mit dem Block da passiert? Gehen stattdessen mal hier runter. So, wo ist denn hier eine nicht allzu große Lavapfütze? Hör dich schon. Kann dich schon wahrnehmen. Meine Sinne sind geschärft, musst du wissen. Ja, denn du musst gebaut, das Ding wird tief. Also nehme ich an, dass es nicht eins tief ist. So, kleiner Tipp, wenn ihr sowas macht, erstmal drumherum bauen.
Dann wird man nämlich genau solche Sachen hier vermeidet. Okay. Also den können wir schon mitnehmen. Oh Mann, ich habe ganz vergessen, wie viel Spaß das macht. Hahaha. Ha, ha. Schön. Mann, ich will nicht. So. Also das da drunter habe ich auch ausgegossen. Das ist den, da können wir mal wieder mitnehmen. Juhu. Nur noch 9. Ich freue mich. Ah. Na gut, noch 8. Geht jetzt zumindest halbwegs von der Hand. War schon mal schlimmer. Weiß zwar nicht mehr wann, aber es war bestimmt schon irgendwann mal schlimmer. Boah, ich habe Hunger. Nach der Folge muss ich mal einen Break machen und was essen. Sonst hätte ich wahrscheinlich nach jedem zweiten Wort, was ich sage, so ein richtig heftiges Magenknurren. Hast du mich vergessen oder was, Mann? Gib mir irgendwas, sonst werde ich schlecht gelaunt. Seid ihr eigentlich auch welche, die so eine richtig beschissene Laune kriegen, wenn sie nichts zu essen haben? So eine Unterzucker-Mies-Laune? So, ich würde niemals jemanden umbringen. Außer ich habe nichts zu essen. Seit 2 Stunden gehabt. Ja, wie viel haben wir überhaupt? 6 Stück? Cool, nur noch 4. Geht ja doch irgendwie von der Hand. So, jetzt habe ich schlau Bäume natürlich nicht drunter geguckt, ob da Lava ist. Okay. Dieser Fehler wurde ich mir nochmal verziehen. Das passt auch. Dann haben wir hier nochmal 2 gesichert. So, waren es glaube ich nur noch 3. Zwei, einer, sehr schön. Halt, erst gucken. Erst gucken, dann hauen. Wie im echten Leben. Was ist denn eine halbe Stunde Folge? Gut, aber, ja. Kennt ihr meine Meinung? So, für den Anfang, sonst mit dem ganzen Rumgefarme hier, ist das sonst nicht sonderlich schön. So, aber Freunde, der Weg hier nach oben ist relativ sicher. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich hier weitermache, um in den Nether zu kommen. Ich bedanke mich schon mal sehr fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, ihr hattet hier ein bisschen Spaß, ein bisschen Freude. Wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder bei Traincraft. Wenn es langsam hier mal weitergeht und wir dann auch Züge selbstständig fahren lassen können, lasst euch überraschen. Bis denn, ciao, ciao.